In einigen Tagen ist es soweit. Am 6. Februar muss sich Facebook und ein Facebook-Nutzer vor dem Landgericht Würzburg verantworten wegen verleumderischer Fake News. Der Prozess findet in wenigen Tagen statt und wir erhalten viele Fragen dazu. Zunächst mal, worum geht es? Wir haben für Anas Modamani eine einstweilige Verfügung beantragt, die an diesem Tag verhandelt werden soll. In dem Verfahren geht es um dieses Bild. Es zeigt Anas Modamani zusammen mit Angela Merkel und es wird behauptet, Anas Modamani hätte einen Obdachlosen in Berlin angezündet und sei einer dieser Täter, was falsch ist und was trotzdem auf Facebook bis heute weiter verbreitet wird, denn Facebook weigert sich, diesen Inhalt zu löschen. Eine Frage, die im Vorfeld häufiger thematisiert wurde, ist die Zustellung. Die Antragsschrift muss in Dublin zugestellt werden und Facebook hatte in einem anderen Verfahren die Zustellung dadurch versucht zu vereiteln, indem sie sagten, wir verstehen kein Deutsch. Denn das ist tatsächlich eine Voraussetzung für eine Zustellung. Nun hatte allerdings in dem anderen Verfahren vor dem Amtsgericht Berlin-Mitte der Kläger richtigerweise vorgetragen, dass Facebook sehr wohl Deutsch kann. Alle Verträge sind auf Deutsch, die Korrespondenz erfolgt auf Deutsch und auch die Vertragsbedingungen erfolgen auf Deutsch und auch deutsches Recht wird zugrunde gelegt für die deutschen Nutzer. Insofern ist es etwas eigenartig, wenn Facebook nunmehr sagt, es verstehe kein Deutsch. Wir haben die Prozessanwälte von Facebook gefragt, ob sie diese Argumentation auch in diesem Verfahren vorbringen wollen. Wir haben dazu noch keine Antwort bekommen. Es wäre also durchaus möglich, dass Facebook auch hier behaupten wird, wir können kein Deutsch und deswegen wollen wir erst einmal eine Übersetzung haben. Sollte sich das bewahrheiten, dann zeigt sich, dass wohl Heiko Maas, der Justizminister, doch recht hat, wenn er sagt, wir brauchen eine Verpflichtung, dass Portalbetreiber einen deutschen Empfänger, Zustellungsbevollmächtigten benennen. Wir sind ohnehin der Meinung, dass Facebook nach § 55 Absatz 2 Rundfunkstaatsvertrag dazu verpflichtet ist, weil es redaktionell journalistische Inhalte verbreitet. Wie hat Facebook bisher reagiert? Facebook hat gegenüber der britischen Presse erklärt, man habe alle Inhalte gelöscht und deswegen gäbe es überhaupt keinen Grund für die einstweiligen Verfügungen. Nun, einige Zeitungen und Fernsehsender haben in den letzten Tagen schon gezeigt, dass die Inhalte weiterhin online sind. Wir sehen sie im Internet, wir werden das auch vor Gericht vorbringen. Facebook hat mitnichten die Inhalte gelöscht. Es wurden zwar einige Sachen, die Sie in den Anlagen unserer Antragsschrift gesehen haben, gelöscht, aber Facebook hat uns erst heute wieder gesagt, dass es die gemeldeten Inhalte nicht löschen will. Das ist relativ schwer zu verstehen, kann man einzig dadurch nachvollziehen, dass die eine Hand nicht genau weiß, was die andere tut. Vor Gericht wird das wohl einheitlich betrachtet werden müssen. Die Inhalte wurden gemeldet und sie stehen weiterhin online. Wenn das der Fall ist, dann muss Facebook natürlich dafür auch haften. Am 6. Februar erscheint zunächst einmal der Antragsteller Anas Modamani, dessen Erscheinen wurde vom Gericht angeordnet. Für die Gegenseite, die Antragsgegnerseite, gab es keine entsprechende Anordnung. Da müssen die Anwälte erscheinen. Sollten sie nicht erscheinen, kann ein Versäumnisurteil ergehen. Wir wissen, dass sich Anwälte sowohl für Facebook angezeigt haben, als auch für den Facebook-Nutzer, der das Bild hochgeladen hat. Eine Entscheidung wird es vermutlich nicht im Termin selbst geben. Denkbar ist zwar, dass ein Vergleich geschlossen wird, aber wir rechnen nicht damit, dass das Gericht noch ad hoc in der Entscheidung ein Stuhlurteil fällt. Möglich wäre zwar eine Entscheidung am Ende der Sitzung, also am Ende des Sitzungstages. Wahrscheinlicher ist aber, dass das Gericht sich einige Tage Zeit nimmt für eine Beratung und für die Abfassung der Urteilsgründe. Es wäre allerdings bedauerlich, wenn es noch sehr viel länger dauern würde, denn wir befinden uns eigentlich im Eilverfahren und die Verfügung hätte auch im Beschlusswege sofort innerhalb von ein, zwei Tagen ergehen können. Jetzt hat es schon seit dem 30.12. eine ganze Weile gedauert und währenddessen ist das Bild weiterhin online abrufbar. Welche Ergebnisse sind denn in dem Prozess denkbar? Es ist denkbar, dass der Antrag zurückgewiesen wird, aus welchen Gründen auch immer, weil man sagt, das war keine Verleumdung oder Facebook haftet überhaupt nicht für Inhalte, selbst wenn es Kenntnis hat. Das halten wir für eher unwahrscheinlich. Die spannenden Fragen, um die es in diesem Prozess gehen wird, sind beispielsweise, haftet Facebook ab Kenntnis für alle Inhalte auf dem Portal oder nur für die jeweilige URL? Wir sind der Meinung, dass Facebook die verleumderische Darstellung überall entfernen muss, denn wir sind gar nicht in der Lage herauszufinden, wo es überall ist. Erst in dieser Woche haben wir ein weiteres Posting gefunden, wo das Bild über 500 Mal geteilt worden ist. Wir möchten natürlich, dass dieses Bild überall auf dem Portal entfernt werden und dass Facebook Maßnahmen ergreift, dass es nicht mehr erneut hochgeladen wird. Das entspricht der Rechtsprechung, die der Bundesgerichtshof für RapidShare angewandt hat. Wir würden allerdings noch einen Schritt weitergehen. Während RapidShare ein Sharehost-Provider ist, der nur Daten speichert, sehen wir Facebook als einen Content-Provider, als journalistisches Medium, was ja mit seinen Richtlinien und mit seinen Algorithmen oder seinen Roboterredakteuren Einfluss darauf nimmt, welche Inhalte man zu sehen bekommt und auf welchem Weg.
Facebook soll nach unserer Auffassung sich endlich dem deutschen Recht stellen und es einhalten. Das sieht vor, dass man mindestens ab Kenntniserlangung rechtswidrige Inhalte entfernt. Es ist für uns nicht nachvollziehbar, warum Facebook noch heute darauf beharrt, die verleumderischen Darstellungen unbedingt zeigen zu müssen. Wir würden uns wünschen, dass dieser Prozess vielleicht auch anderen Betroffenen Mut gibt, dass man sich rechtlich wehren kann. Vor allem aber wünschen wir uns, dass Facebook seine Policies endlich ändert und sie dem deutschen Recht anpasst. Wir wurden häufig gefragt, warum gehen wir immer gegen Facebook vor und nicht gegen die Leute, die die Inhalte posten. Nun, wir haben Letzteres diesmal auch gemacht, wobei es wäre auch möglich gewesen, einen der anderen über 1000 User zur Verantwortung zu ziehen, die das Bild hochgeladen oder geteilt haben. Denn jeder, der eine falsche Tatsachenbehauptung verbreitet, haftet straf- und zivilrechtlich für diese Konsequenzen. Ja, häufig werden wir auch gefragt, warum machen wir das eigentlich? Denn der Aufwand, den wir hier betreiben, steht in keinem vernünftigen wirtschaftlichen Verhältnis zu Kostenerstattungsansprüchen oder Werbeeffekten, zumal wir nicht auf der Suche nach neuen Mandanten sind. Wir haben damals im Jahr 2015 gesehen, dass es ein gesellschaftliches Problem gab, nämlich die Hasspostings, die immer mehr wurden und die von Facebook nicht gelöscht wurden. Wir haben damals gesagt, es muss doch eigentlich eine juristische Lösung geben. Das Verfahren lautet Notice and Takedown. Das bedeutet, wenn man einem Manager, einer Führungskraft einen Inhalt zur Kenntnis bringt, dann entsteht eine persönliche strafrechtliche Haftung und er müsste eigentlich aktiv werden. Funktioniert normalerweise immer. Wir hatten damals nicht damit gerechnet, dass Facebook tatsächlich sagen würde, es ist uns egal, ob wir uns strafbar machen oder nicht. Aber so war es tatsächlich. Facebook hat die Sachen nicht gelöscht, hat sich nur an seine eigenen Gemeinschaftsstandards gerichtet, anstatt an deutsches Recht. Und so war es dann auch konsequent, Strafanzeigen zu erstatten. Nun war es relativ schwierig, mit Strafverfahren etwas zu erreichen, denn bis heute sehen wir noch keine durchschlagenden Maßnahmen außer der Eröffnung eines Verfahrens. Im Zivilverfahren war jetzt erstmals die Möglichkeit, aktiv auch ein Gericht anzurufen und ein Gericht mit den entscheidenden rechtlichen Fragen zu befassen. Das finden wir sehr spannend, weil wir glauben, es ist es wert, dafür zu sorgen, dass deutsches Recht in Deutschland auch gilt und dass in Deutschland nicht Gemeinschaftsstandards von Facebook darüber entscheiden, wie wir miteinander umgehen.